München-Schwabing. Die Disco Crash gibt es seit über 50 Jahren. Die Lichtshow hat er entwickelt. Dennis Stiers aus Aschheim. In den 70ern und 80er Jahren waren seine Lichtprojektoren in Europa einzigartig. Die Idee dazu kam ihm als Jugendlicher. Mit 14 habe ich einen kleinen Film gemacht. Ich war mit meinen Eltern auf dem Alm und da habe ich Kühe gefilmt. Und dann kamen die Massen von Touristen vom Tagesausflügler. Und ich habe einen kleinen Kurzfilm gemacht. Beim Schneiden von diesem Film ist was Unwahrscheinliches passiert. Der Kleber hat den Film zerfressen ein bisschen und es wurde farbig. Dann, wo der Film fertig war, zwischen die Kühe waren so Farbexplosionen. Es war ganz toll. Das war mein erster Lightshow. Sein Interesse für Licht war geweckt. Dennis Stiers revolutionäre Effektgeräte haben inzwischen Kultstatus in der Branche. Das ist jetzt eine Ölscheibe. Also das sind verschiedene farbige Flüssigkeiten. Dann hat man solche tolle Motive. Der erste Projektor war ein Diaprojektor, so ähnlich wie dieser hier, mit 6x6 Dias von meinem Vater. Die habe ich aufgeschnitten und so Flüssigkeitsscheiben gemacht mit verschiedenen Chemikalien. Also ich mache Disc Jockey seit 1970 professionell. Ich hatte eine kleine Plattenspiele mit Batterien und bei Schulfeste und bei der Gemeinde habe ich einmal im Jahr Disc Jockey gemacht. Und 1975, 76 habe ich die Firma Stiers Unterhaltungselektronik gegründet. Blitz und Donner, früher Zeichen göttlicher Macht, werden heute von Dennis Stiers produziert. Dennis ist ein Amerikaner in München und Deutschlands erfolgreichster Händler in Sachen Disco-Kultur. In der Reportage des Bayerischen Rundfunks aus den 80er Jahren wurde Dennis Stiers auch gefragt, wer sich die Geräte leisten kann. Denn seine Apparate waren damals der Rolls-Royce. Es gibt immer mehr Privatleute, die die Sachen für Hobbyzwecke kaufen. Wer kann man das denn bezahlen? Ja, ich meine, viele Leute kaufen sich einen Videorekorder für 2000 Mark oder eine Kamera, kostet auch viel. Und andere Leute kaufen sich eine Nebelmaschine. Das ist halt ein Hobby und viele Leute geben Geld halt aus dafür, was denen Spaß macht. Eines Tages kam auch Maximilian Schell vorbei, der sehr nette Mann. Und für seine Frau, sie hat ein Theater, da hat er für ihr Theater verschiedene Sachen bei uns eingekauft. Auch der Karl Gott war Stammkunde, schade, dass er jetzt gestorben ist. Der war auch unheimlich nett. Der hat eine Nebelmaschine gehabt. Und alle paar Monate hat er Nebelflüssigkeit gebraucht. Der Vater, Flugzeugmechaniker und Navigator. Deshalb lebte die Familie in halb Europa und Amerika. Nicht nur der Akzent blieb Dennis von den Eltern, sondern auch das Interesse für Kinomagie und Theater. Das ist der Stiers Wasserfeuereffektmaschine. Die wurde um die Jahrhundertwende entwickelt. Das habe ich in einem alten Theaterbuch gefunden. Und seit ca. 1980 produzieren wir dieses Gerät, also über 40 Jahren. Ein Riesenerfolg. Fast alle Opernhäuser, Balletthäuser in Europa verwenden dieses Gerät. Total einfache Technik, aber sehr wirkungsvoll. Die Zeit der großen Diskotheken ist vorbei. Aber Dennis Stiers ist immer noch im Geschäft. Leuchtteppiche, die werden heutzutage sehr gern gekauft für Restaurants, für Bowlingbahnen, für Indoor-Minigolf. Sind wunderschöne Effekte. Heute ist Dennis Stiers Spezialist für Beamer-Leinwände. Auch beleuchtete Fußböden und Lichtkonzepte für Restaurants und Hotels sind Verkaufsschlager seiner kleinen Firma. Treppenabsätze mit Neonschnüren werden inzwischen auch von Museen und Theatern angefragt. Sein Leben lang fasziniert den Magier des Lichts die Showtechnik. Und er entwickelt sie weiter. Schwabing.
In den 80er Jahren kam niemand an Lichtequipment von Stiers vorbei. Auch nicht das Crash. Ah, servus Dennis, wie geht's? Hallo Günther. Du hast wieder was mitgebracht? Ja. Ja, wunderbar, neues Spielzeug für uns. Der Gott der Lichter und Disco-Betreiber Günther Haslinger kennen sich schon sehr lange. Bei jedem Besuch bringt Dennis etwas aus seinem Fundus mit. Ah, funktioniert einwandfrei. Ja, kannst den Winkel einstellen. Mhm. Aber es hat nur eine Geschwindigkeit. Ist klar. Mhm. Das sind unsere Oldtimer, aber immer noch im Betrieb. Da haben wir den Stiers Light Controller, mit dem werden 50 oder 60 Variospots gesteuert. Dann den Stiers Programmer, da haben wir die ganzen Effektgeräte, das sind 15 verschiedene Effektgeräte, wo damit laufen. Da weit unten haben wir noch Nebelgeräte, Stroboskopsteuergeräte. Das sind alles noch Original-Stiers-Teile, so wie wir es damals gekauft haben. 1988 plante Stiers ein Showtechnikzentrum in München. Theater, Kino, Diskotheken und Erlebnisgastronomie. Damals eine ganz neue Idee. Wir wollten verschiedene Stilrichtungen, von was weiß ich, Casablanca bis Jules Verne. Nemo-Lokal in dieser Stilrichtung. Hier ist ein Lokal in Dracula-Stil. Das ist ein typischer Disco mit Sternenhimmel. Alles in einem Komplex und ein großer Glaskuppel. Der Strauss war sehr begeistert. Er wusste auch, dass ein paar Staatsmänner bei uns einkaufen. Seine zwei Söhne waren auch Kunden. Und er meinte, das ist etwas für Bayern. Aus dem ehrgeizigen Projekt wurde nichts. Und so baute Dennis Stiers seinen Handel mit Lichtequipment weiter aus. Also ich wollte ursprünglich Filmregisseur werden, aber dann lief es so gut mit der Firma, dann habe ich einfach weitergemacht. Und das ist auch eine Art Regie oder Theater. Das macht die Leute Freude und das freut mich auch. Ich gehe auch gerne ins Theater, ins Museum, ins Disco. Die Lichteffekte von Dennis Stiers. Sie strahlen heute noch genauso wie vor 40 Jahren. Yeah.